Boah, jetzt hat es mir voll das Flugzeug verrissen. Boah, war ich wie ärgerlich. Auch ganz am Schluss. Muss Wind gewesen sein, weil ich war so gut in der Luft gelegen und auf einmal macht's zack und das Flugzeug ist auf der Seite. Servus zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal und bei dem Programm, das momentan durch die Decke geht, was die technische Leistung angeht, und zwar Flight Simulator 2020 von Microsoft. Wir sind beim dritten Teil von unserer Landeherausforderung und es ist nur einer bei den berühmten. Danach kommen dann die momentuell kommenden, dann kommen die episch. Und dementsprechend sind wir jetzt aber erstmal bei den Landeherausforderungen mit berühmt und noch beim letzten Toronto. Und ich würde sagen, wir starten da mal. Sieht echt schick aus. Ich lasse mich überraschen. Und ja, mal schauen, 6 Knoten von links von 81 Grad, das könnte mir ja so ein bisschen nach unten auch drücken, beziehungsweise so rechts seitlich runter. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und ich muss mein Kabel hier mal anders managen. So. Damit da jetzt zwar Spannung drauf ist. Spannung ist schon groß genug beim Landen. In der letzten Folge, da habe ich ja jetzt eine Special-Folge rausgebracht mit dem Hurricane. Das war schon auch interessant. Er wird zwar nicht aus meiner Sicht nicht ganz so dargestellt, wie man sich das vielleicht denkt, aber trotzdem, es ist halt echt Wetterdaten, ne? Also er nimmt halt die echten Wetterdaten und schaut, was er macht, wie er das dann darstellen kann. So, Flughafen ist hier. Okay, Moment, ich hab mal so. Hä? Was ist denn da jetzt der Flughafen? Moment. Ah, hier, okay. Ja, ich lasse mich mal schnell überraschen. Ich glaube, da müsste ich drüben sein. Das ist die Landebahn. Oh, alles soweit bereit. Geht ziemlich unruhig. So, Moment. So mehr Schub. Extrem unruhig. Okay, muss niedriger. Ein bisschen sinken. Mei, oh mei. Das schaukelt. Bin ich zu hoch? So. Die Landung selbst war, glaube ich, gar nicht so blöd. Das Bodenrollen war unglaublich schlecht. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch gleich sehen.
So. Na, das Bodenroll unglaublich schlecht nicht, aber ja, verbesserungswürdig. Es sind 93.000, was ist denn da? Was ist das höchste? Hä, da stimmt auch irgendwas nicht. Okay. Okay, ich spack gerade irgendwas, keine Ahnung. Dementsprechend, aber Aktivitätenmenü, jetzt geht's auf die epischen Fluggebiete. Die epischen Landebahnen, die epischen Landungen. Das wird, glaube ich, hochinteressant. Episch. Aspen in Case USA. Also Case, der Flugzeugcode natürlich. KASE USA. Oh, da ist neblig. Das wird interessant. Das wird interessant. Ja, sicherlich. So schau ich aus. Wow, fast 8000 Fuß soll ich landen. Gut, ist auch mal was anderes. Boah, das ist ein Held von schlechten Eltern. 13 Knoten von 1,5 Grad ist er von rechts. Ich muss eine Schleife fliegen, so eine S-Kurve. Respekt. Das wird interessant. Ich lasse mich überraschen, es ist komplett blind, das sind die noch gar nicht geflogen. Okay, Moment. Ich muss erstmal nach rechts, hieß es. Da ist die Landebahn. Okay, jetzt verstehe ich, wie ich die Kurve fliegen muss. Das heißt, ich muss jetzt dann eigentlich so wieder nach links. Und schwenkt dann hier dann ein, sobald ich auf der Landebahnhöhe bin. Das ist halt gar nicht einfach. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen zu tief. Okay. Scharfe Kurve. Okay. Schau mal, wie viel das war. Es war, glaube ich, gar nicht so übel. Kann man so lassen, finde ich. Aber was ich nicht verstehe, warum man hier das übernimmt er gerade nicht in die Bestenliste. Aber dafür habe ich es auf YouTube und jeder sieht's. Wieder Bodenrollen war wieder schlecht. Da muss ich echt mal schauen, wie ich das am besten löse, dass ich da besser werde. Ich glaube nämlich, also das zentrale Landen ist da, glaube ich, das Wichtige. Dass man dann sozusagen instant mit dem Vorderrad auf der mittleren Linie ist und dann kannst du da entlang rollen. Aber war doch schon mal ganz, ganz ordentlich. Machen wir mal weiter. Bugala. Was? Was ist das? Okay, das ist so ein ähnlicher Anflug wie mit der Cessna bei Berühmt. Wo man übers Wasser fliegen muss, nur dass wir hier Berge haben. Ist das ein Grasflughafen?
glaube, das ist kein Beton. Okay. Ich bin gespannt. Ist komplett blind. Ich habe noch nicht einmal diese epischen gemacht. Ich bin nur mal die berühmten geflogen und da auch nicht alle. Dementsprechend. Mal gucken, was da rauskommt. So. Geht schon recht gut los. Flughafen ist also unter mir. Okay, hier geht's. Oh ja, das ist. Was zum. Okay. Ja, ist genau unter mir. Muss hier eine scharfe Kurve dann fliegen. So rum. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Weiter an Höhe verlieren. Komm, wo ist er? Da ist er. Okay. Sind stabiler. Klappen komplett raus. Oh lol. Anflug mit 85, ich bin jetzt bei 80. Wir sind rüber. Schon klar. Boah. Okay. Stopp. Was zum. Okay. Extremst schwierig. Aber gut. Das lassen wir mal so. Wir können später dann immer mal wieder ein Video rausbringen, wo wir mal alles nochmal durchackern. Nächste dann aus Courchevel. Oder Courchevel. Ich glaube, das ist Frankreich. Also, wir sind 6371 Fuß ist der Flughafen. Die sind alle so hoch. Wir müssen auch mit recht viel Speed hier da reinfliegen, damit wir da, also laut dem Pfad hier, dementsprechend mal schauen. Bin gespannt. Wir kriegen erstmal Gegenwind in der Kurve und danach drückt es uns rüber. Obwohl der Wind ja auch anders agiert an Bergen, das hat ja Microsoft auch gesagt. Das heißt, da kann es Verwirbelungen geben und dir das komplette Flugzeug ein bisschen so verreißen, wie ich es immer gerne nenne. Aber puh, bin gespannt. Schaut auf jeden Fall leichter aus als die anderen. Bereit zum Fliegen. Okay. Okay, es geht extrem viel Wind. Ey, oh mein, hey. Geht doch auch raus. Alles gar kein Stress. Zieh mal ein bisschen das Flugzeug mal rüber. So, jetzt haben wir ein bisschen.
So, ausgerichtet Zimmer. Ich nehme mal Gas raus. Bin, glaube ich, leicht abgehoben. Ach, das ist der, wo man bergauf landen muss, gell? Genau. Ich lasse das jetzt mal, dann kann man nämlich oben parken. Das ist ein Garagenflugplatz. Präzision und Bodenrollen war gut, die reibungslose Landung war ein bisschen schlechter. Weil ich einmal, glaube ich, auch, ich bin aufgesetzt und dann wieder hochgesprungen, ganz leicht. Aber weiter geht's, Lukla. Aber dann war das der französische Flughafen Courchevel. Einer der bekanntesten, weil er eine Steigung, glaube ich, von 16 Grad hat. Also 16% meine ich, sorry, nicht 16 Grad. 16% an der steilsten Steigung. Das ist natürlich für Flugzeuge zum Landen und Starten schon was Interessantes. Da muss ich die ganze Zeit zu hoch bleiben und auf einen Schlag dann runtergehen, okay. Aber von 95 auf 75, interessant. Yo, ich sehe einfach nichts. Sehr schön. Das freut mich richtig. Okay, Flughafen laut. Ding ist dort. Ich habe halt gerade gar keine Ahnung. Ah, okay. Bist du geradeaus nur? Da ist rechts die Landebahn, genau. Da muss ich also mich... Ich vereis gerade. Scheiße. Wo ist denn es bei dem? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo das Anti-Eis ist von dem. Ich finde es ja geil, dass es wirklich so kleine Käfer gibt mitten in den Bergen und dann ist da mittendrin so eine Landebahn. Ich finde das wirklich interessant. Boah, ich bin viel zu hoch und ich sink auch kaum. Schon klar. Da bin ich ein bisschen hart runtergekommen. Das sieht auch gut aus. Der Airport. Nur 418.000. So. Reibungslos war richtig schlecht. Ja, ich bin halt runtergekommen, aber Präzision war gut. Trotzdem schwierig. Paro. So. Paro, das wird wahrscheinlich unsere letzte sein für heute. Ich möchte jetzt die Landeherausforderung immer am Montag bringen, jeweils eine Woche. In der Woche, also sozusagen, das kommt ja jetzt bei euch jetzt am Montag, dann kommt das nächsten Montag und so weiter, bis wir natürlich dann durch haben. Und danach schauen wir mal erstens, ob da vielleicht auch eine kleine Community da ist auf meinem Kanal, die das dann weiter verfolgen will, was man da machen kann. Und vielleicht Ideen, man kann ja auch mal einen Community-Flug zusammen machen, was sicher auch geil wäre. Und da müssen wir einfach mal schauen. Das ist jetzt gerade so ein Projekt, das ich halt habe, weil es mir einfach taugt. Also ich spiele mein ganzes Leben schon Flight Simulator. Ich interessiere mich für Flugzeuge, für die Luftfahrt und Luftverkehr.
Und eigentlich, ich wollte auch mal Pilot werden. Mittlerweile bin ich ein bisschen froh, dass ich es nicht geworden bin. Weil durch Corona ist das alles ein bisschen schwierig geworden. Wo ist denn der Flugplatz? Wo ist denn bitte der Flugplatz? Ich stehe gerade auf dem Schlauch, warte mal. Ach Gott, der ist hinter dem Hügel. Okay. Und lass mich mal schnell was probieren. Muss ich ja ein bisschen. Weil eigentlich muss ich dann links um den Hügel rum. Lass mal schnell schauen. Ist das auf Armed? Jo, ist es. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo der Flughafen kommt. Ich kenne mich halt hier noch gar nicht aus. Da ist die Landebahn, okay, verstehe. Boah, die ist aber auch nicht von schlechten Eltern, hey, direkt. Bin mal schnell in Leerlauf, weil ich habe das Gefühl, dass ich etwas schnell reinkomme. Naja, das wird nichts. Nö. Starte ich neu. Das Problem ist. Und das ist nämlich das nächste. Das ist nämlich das Problem hier. Du hast erstmal keine Ahnung, wo die Landebahn anfängt. Dementsprechend bin ich halt jetzt übel hoch reinkommen, weil ich mir dachte, okay, sie sind an dem Hügel, aber welcher gescheite Mensch baut die Landebahn so weit hinten? So weit nah, so nah am Berg, meine ich. Klar, oft geht's nicht anders, sondern man muss es halt so machen, aber. Da muss ich nämlich ein bisschen schneller reinkommen und am besten ein bisschen tiefer. Ist natürlich auch geil, wäre der Schaukasten und dann. Da kann man sich ja dann so die. Jo, sowas. Wäre jetzt nur interessant, ob man Replay machen kann. Das weiß ich nämlich jetzt noch gar nicht. So, ich gehe jetzt schon ein bisschen runter. Hab Schub rausgenommen, weil ich jetzt eh runtergehe. Ich drücke es hier auch ein bisschen hin und her. Noted. Naja, so muss das nämlich so circa ausschauen. Und selbst jetzt bin ich nur zu hoch. Boah, jetzt hat es mir voll das Flugzeug verrissen. Boah, war ich wie ärgerlich. Auch ganz am Schluss. Das war, muss Wind gewesen sein, weil ich war so gut in der Luft gelegen und auf einmal macht es zack und das Flugzeug ist auf der Seite. Oh, das war bitter. Das war richtig bitter. Ja, Bodenrollen war jetzt natürlich schlecht, weil ich dadurch.
Ich war so schön zentral und dann hat es auf einmal zack gemacht und ich war auf der linken Seite. Oh, wie ärgerlich ist denn das? Und trotzdem bin ich 53.000ster, das kann man trotzdem nicht sagen. Auch wenn ich hier immer noch check, was irgendwas spackt hier. Gut, Leute, aber das war's damit auch schon was. Ne? Das war's damit auch schon was. Ich kann auch nicht mehr reden, gell? Abmoderieren ist nicht so meins. ja, keine Ahnung. Manchmal ist es einfach wie ein Fluch. Aber darum geht's ja auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und kommentiert fleißig. Ja, und bis dahin sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich hoffe, ihr habt bis dahin eine schöne Zeit, gell? Bis dann, euer Raid. Servus, ciao.